So Leute, mal etwas in eigener Sache. Irgendwie scheint der Aster mich immerhin zu ärgern. Jetzt ging ganz die Lima kaputt. Ja, und jetzt scheint wohl PDC-Sensor einen abbekommen zu haben. Mache ich nämlich einen Rückwärtsgang rein. Die Bremse ist dran. Dann passiert nur... Hört ihr es? Er piept dauernd. Obwohl eigentlich nichts im Weg ist. Es kommt nur ein Dauerpiepton. Ich habe gelesen, das bedeutet, dass ein Sensor oder zwei defekt sein könnten. Man kann die Sensoren relativ einfach durchmessen und Widerstand misst, wenn man dran geht und dann weiß man, ob die funktionieren oder nicht. Wenn sie dann nicht ändert, sind sie defekt. Da ich auch kein Freund davon bin, die Stoßstange fünfmal abzubauen, suche ich auf diesem Wege zwei. Ich weiß nicht, ob nur ein, ich vermute, es ist nur einer defekt, aber ich will gern zwei haben, wenn doch zwei defekt sind. Zwei PDC-Sensoren in Silber, Starsilber, zwei einzeln, scheißegal, sieht man ja nicht wirklich. Original PDC, kein Nachrüst, nichts, sondern original verbaute PDC, suche ich zwei Sensoren. Wenn halt jemand noch eine Stoßstange rumliegen, wo er die rausfummelt und verkaufen möchte, dann einfach mich anschreiben. Eben kurz über die Facebook-Seite oder per E-Mail oder was auch immer mich anschreiben. Oder hier in den Kommentar reinschreiben, wenn ihr ein PDC, also wenn ihr zwei Sensoren habt. Dann werden wir uns sicher einigen über den Preis und solche Sachen, denke ich mal. Ne? Da wird es auch im nächsten Video geben, wie man hier PDC-Sensoren prüft und austauscht. Ja, er wird langsam alt.